Das war jetzt unsere Unterkunft für die Nacht. L'Étape Bleue vor Las Cabanes. Es war eine tolle Unterkunft und auch eine interessante Unterkunft. Und hier kochte der Chef noch selbst. So sahen unsere Zimmer aus. Das war unser Unterkunftsfahrer. Bevor wir jetzt weiter wandern, schauen wir uns erst noch mal die Kirche an. Das ist jetzt der Ort Las Cabanes und der Rathausvorplatz. Auch hier wieder wunderbare Steinhäuschen zu sehen. Und jetzt gehen wir wieder zur Kirche zurück. Nach dem Besuch einer weiteren Kirche kann es jetzt endlich losgehen.